Hallo und herzlich willkommen nach dem geilen epischen Intro. Naja gut, so geil war es ja auch nicht. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie das gegangen ist mit dem ganzen TNT. Ja, und das seht ihr hier. Ja, hier habe ich mir ein bisschen was zusammengebastelt. Gut, also ich habe einen selbstprogrammierten Mod gemacht, also selbstprogrammiert, und darin sind enthalten ein Schwert, eine Hardless-Axt, ein Hardness, ein Hardless-Block, ein Hardness-Coal, ein Hardless-Ohr, ein Steel-Ohr, ein Stahlbürger und ein Stahl. So, warum das Deutsch ist, ja, ich habe mich bei der Namensgebung meistens vertan und hier Hardless und Hardness auch vertan. Ja, wahrscheinlich voll falsch, aber egal. Gut, dann hier habe ich noch hier die grüne Rüstung, die ist auch neu und die ist im Inventar schwarz. Also, ihr seht, ich preise hier nicht das Beste an, aber die Texturen werden wahrscheinlich noch gefixt werden. Der Download-Link ist in der Beschreibung. So, und gleich mal zu Beginn werden wir das Hardless Cool reingeben. Nur eines, und einen Stick. Oh, Stick kann man nicht brennen, gut. Ein Diamanten. Denn, oh, Magic, Diamant kann man auf einmal brennen. So, und das habe ich deswegen gemacht, denn dieser Ofen wird jetzt 5 Minuten laufen. 5 Minuten. Ich werde jetzt oben einen Timer einfügen. So, gut. Dann kommen wir zum Schwert. Das craftet man wie ein normales Schwert halt. Das so. Hey, ah ja, genau so. Dann hat man das Schwert, die Axt craftet man so. Dann haben wir die Axt. Und dann kommen wir schon zu den Blöcken. Das hier ist ein Hardless Ore, das spawnt überall in der Welt, hier in Minecraft. Und ein Steel Ore, das schaut aus wie ein Kohleblock, aber man merkt den Unterschied danach. Und das hier ist dann der Hardless Block, um den sich das alles dreht. Und wie ihr seht, der Hardless Block, der sieht aus wie ein Holzblock, ist zu leicht abzubauen mit einer normalen Steinaxt. Eisenaxt und ist aber so hart wie Obsidian. Aber hat man hier erkannt mit dem ganzen TNT. Wir können das hier mal testen. Nehmen wir uns hier mal eine Axt raus, zum Beispiel hier eine Steinaxt und eine, wo ist sie? Hier eine Eisenaxt. Und dann ja, die Hardless Axt ist so gut wie, ist besser als eine Diamantaxt. So, Steinaxt, ja, da braucht man eine Weile. Und Iron Axt geht auch relativ schnell. Und wie gesagt, die Hardless Axt ist so gut wie eine Diamantaxt, sogar besser. Gut, der läuft noch immer. So, also, ich muss hier ein bisschen Gas geben. Sorry dafür. Und, ja, wahrscheinlich werdet ihr nicht einmal so weit gekommen sein, weil ihr euch das nicht anschauen wollt, aber vielen Dank, dass ihr euch einmal, dass ihr dieses Video schaut. Ich weiß, dass Minecraft nicht gerade geil ist, also zum Anschauen, aber, ja. Ich will euch nur meinen Mod vorstellen. Gut, also, die drei Blöcke haben wir ja schon festgestellt. Mit dem kann man hier ja ein Haus bauen und jeder kennt das. Creeper kommt, puff, Haus in der Luft. Und du denkst dir nur so, ah, Kacke. Und mit dem passierte das dann nicht mehr. Demnächst wird das auch kommen mit allen Blöcken. Und ich werde euch wahrscheinlich jetzt dann einen Ausschnitt zeigen, wie ich das programmiert habe. Und ein Block hat so eine lange Zeile und das muss man da mit allen Minecraft-Blocks machen. Und die Textur dann auch nochmal übernehmen. Also das ist Riesenarbeit, aber egal. Gut, dann kommen wir halt mal zu den Crafting-Rezepten. Die Hardless Coal, da brauchen wir eine Kohle, eine normale Kohle, Holzkohle geht da nicht. Die kommt nämlich in die Mitte und wird ummantelt von Stahl. Stahl bekommt man, indem man ein Stahlohr hineingibt.
Damit kommt man ein Stahl heraus. So, sorry für den Cut. Jetzt ist leider das ein bisschen heruntergegangen, ihr habt es gesehen, aber der Cut hat jetzt, glaube ich, eine Minute gedauert. Ja, und ja, jetzt wird das mit dem Timer nicht mehr funktionieren. Ich werde ihn trotzdem eingeben und weiterlaufen lassen. Aber egal, wir haben jetzt hier zwei Stahlohrs rausbekommen. Und wenn wir zwei einen Diamanten reingeben. Einen Diamanten reingeben. Jetzt brauchen wir wieder eine Hardless Coal. So, ab jetzt geht der Timer. Okay, ab jetzt. So, wenn wir eine Hardless Coal reingeben, dann, also einen Diamant reingeben, dann bekommen wir zwei Hardness. Und die Hardness brauchen wir, um diesen Block zu craften. Nämlich einen in der Mitte und umringt von ich glaube das von irgendeinem Oakwood halt. Von irgendeinem Wooden Planks halt, und es kommt immer dieselbe Textur von den Blöcken heraus. Also egal ob man jetzt Spruce Wood nimmt oder Oakwood. Kommt immer die Textur von eines Oakwoods raus, weil das die Standardtextur ist eines Blockes. Und deswegen sind die auch so wichtig, und die Harness braucht man auch für die Rüstung und noch Stahl dazu. Nämlich Harness zum Beispiel macht man so. Normalerweise ist hier dann auch Eisen oder irgendwas. So geht das dann. Die Schuhe sind dieses Mal ein bisschen nochmal anders da. Normalerweise immer 1, 2, 2. Und hier in der Mitte nichts, aber jetzt in der Mitte. Die Hose funktioniert genauso, nur dass das bis nach ganz unten geht. Und der Helm funktioniert genauso. Wie die Schuhe, nur spiegelverkehrt. So, gut. Lass euch nicht täuschen von dem, dass das grau ist. Wie gesagt, es ist dann grün. Wird noch gefixt. So, der Stahlburger, der füllt die kompletten Hühnerhaxen da unten auf. Hühnerschenkel füllt er auf, super, mit einem Burger. Und der ist aber auch relativ, ja, wenn man eine Farm hat, dann ist der leicht zu machen. Nämlich Stahl findet man in Massen, dann hier, bam bam, da hat man einen Stahlburger. So, gut. Wie gesagt, die ganz normal mit einer Eisenspitzhacke abzubauen oder Steinspitzhacke, haben auch die Textur eines Steines hinterbei, also ganz normal alles. Ja. Sonst ist eh nichts neu hinzugekommen, bis auf das hier. Und ja, genießt also noch hier die schöne, wundervolle Welt. Habe ich gesagt, dass es ein kleines Video werden wird. Und ja, da die Zeit jetzt schon vorbei ist, wird das mit dem Timer auch nichts, aber ihr könnt es selber testen, ist mir egal, es hält 5 Minuten an. So, Download-Link ist in der Beschreibung, danke fürs Ansehen. Ihr werdet wahrscheinlich danach noch viele Fehler finden, die könntet mir dann eine PN schreiben, da könnt ihr sie mir dann sagen. Das wäre sehr nett von euch. Und selber werde ich natürlich auch noch hinzufügen. Zum Beispiel neue Videos wird es geben, dass man Stahl auch machen kann, indem man bei Tacket macht man Refined Iron, hier macht man Stahl. Das heißt, man nimmt ein Iron, gibt es in den Ofen und man kommt ein Stahl dann raus. Oder vielleicht mache ich eine neue Maschine, in der man zum Beispiel Kupfer und Iron hineingeben muss, der Stahl entsteht. Brauchen wir wieder Kupfer. Aber das lasst mein Problem sein. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer Cutrocks.